Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge vom Projekt Feed the Beast Continuum. Ja, wo wir ja in der letzten Folge erfolgreich die Rolling Machine herstellen konnten, nach gefühlten 50.000 Jahren. Und wir jetzt endlich in der Lage sind, daraus dann Platten zu machen für die Transferpipes. Jetzt müssen wir aber erstmal sehen, ja. Zum einen, wo stellen wir sie hin? Sie braucht 40k Energie. Das Ding ist, wir haben nur ein. Ja, wir haben momentan nur ein so ein Ding. Wir könnten, was vielleicht ganz lustig wäre, weil wir haben ja immer das Ding nochmal. Weil ich genau weiß, wir werden die Rolling Machine wahrscheinlich jetzt sogar schon brauchen. Schon alleine, um die Transfer Pipes herzustellen. So, wir probieren mal. Also ich würde mal probieren, wenn ich die jetzt hier daneben stelle, kriegt sie Energie. Sehr gut. Nice. 40k ist schon ein bisschen. Ich hoffe mal, die verbraucht sich nicht so schnell. Also, dass die jetzt so viel frisst. Ich weiß es nicht. Ich habe mit Tech Reborn bis jetzt noch nicht gearbeitet. Auf jeden Fall steht sie erstmal hier. Wir haben noch eine Loot Chest, genau. Öffnen mal. Wir kriegen natürlich wieder was zu essen. Das war doch klar. Und jetzt würde ich doch gleich sagen, wir gehen mal zu. Wie heißt der denn noch gleich? Pipes. Transfer Pipe. Das ist Extra Utilities. Okay, dann nehmen wir nämlich gleich den Mod rein. Add Extra Utilities. Genau. Da haben wir nämlich schon. So. Jetzt muss ich bloß gerade mal gucken, wie viel ich denn mal jetzt den Transfer. Da ist ein Transfer Node für Items. Fällt euch was auf? Wie sollen wir diese denn herstellen, wenn wir nicht diese Teile haben? Das heißt, wir werden, wie ich schon dachte, wir brauchen erstmal die Rolling Machine dafür. Das heißt, wir brauchen noch zwei Conveyor Belts. Braucht ein bisschen Leder. Also eine Conveyor Belt habe ich ja auch hier. So, habe ich denn jetzt noch wieder? So, dann machen wir uns nämlich jetzt fix noch dieses Conveyor Belt. Jetzt brauchen wir wieder Steel Nuggets. Die habe ich gehabt, der Leder. So, und was war das in der Mitte? Ich hab's schon wieder vergessen. Redstone. Na gut. Hammer. So, das dahin und 2x4 Nuggets. Zack. Kriegen wir die zweite Conveyor Belt. Damit hätten wir das. Was war jetzt der Rest? Eigentlich nur noch Redstone und Silizium nochmal. So, jetzt ist aber die Frage, wir kriegen 4 raus. Wir sollen Fluid und die andere. Das heißt, wir brauchen sie 8-mal. Das heißt, wir machen die nochmal. Steel sollte ich noch haben. Bitte, lass mich noch Steel haben, sonst muss ich das Steel hinten wieder herstellen. Also hier sieht es nicht sehr stilig aus, muss ich jetzt mal behaupten. So, da haben wir das. Redstone haben wir noch. Wir holen hier nochmal ein Leder raus. Wir müssen auf demnächst wieder mal da oben die Falle einstellen, die uns ja dann nochmal mit Leder versorgen tut. Weil, ihr seht, wir brauchen Leder doch öfter. Achso, Moment, wir brauchen sie zweimal. Schon wieder komplett durch den Wind, Leute. Ich weiß gar nicht, habe ich oben überhaupt schon mal ausgeleert wieder gehabt, weil ich jetzt auch gerade. Egal. So, haben wir nämlich diese 4. Redstone haben wir. Jetzt brauchen wir noch zweimal, wir haben wieder keinen Sand am Start. Sand war ein Sandstein. Habe ich den Sand jetzt schon geschmissen. Diese Kistenwirtschaft. Ja. Da haben wir einen Sand. Das heißt, Sand geht hier rein. Machen wir zweimal, dann haben wir, glaube ich, das Silizium. Ich sehe es schon kommen. Das wird nicht das erste Mal und das letzte Mal sein, dass wir
irgendwelche komischen Rezepte kriegen, weil die zwei Transfer Notes, die sehen mir sehr, sehr ulkig aus, wollte ich mal sagen, um diese dann herzustellen. Mal schauen. So. Mit der Hoffnung, wir haben jetzt genug Redstone. Nein, haben wir natürlich nicht, aber finde ich gut. So. Gut. Lasst uns mal die Rolling Machine probieren. Und zwar in die Mitte. Das, da, 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 ist easy. Alles klar. So, hier, hier hin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und die mal in die Mitte. Da, 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 braucht er viel. Hier. Verbraucht gar nicht so viel. Finde ich gut. Das gefällt mir äußerst gut. Ha, da haben wir unsere ersten vier Transfer Notes. Wer hätte es gedacht? Lang ist es her, dass wir darüber geredet haben, wie es denn wäre. Und ja, das wird jetzt mal so ganz sinnvoll. Ja, es ist soweit. So, jetzt geht's aber erstmal richtig los. Ihr seht schon, wir brauchen wieder eine Menge Eisen. Wir find Circuit Board. Braucht Eisen. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das sind nicht so wichtig. Was erzähle ich denn eigentlich für Straße? Nicht so schlimm. Das heißt, wir brauchen zweimal hier, dreimal da, sind fünf. Fünf und hier noch einmal diese. Okay. Na gut. Die haben wir ja sogar noch. Wir brauchen noch mal einmal davon. Fünf. Für 17 haben wir noch. Plus die, die hier sind, die wir noch nicht rausgelassen haben. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder hier rüber. In der Hoffnung, der hat noch genug Energie. Wo ich bezweifeln tue, dass er das hat. Eisen ist hier. So. Eisen hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das brauchen wir ja zweimal, also nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt 12 Mal. Und der braucht wieder Wasser. Der kann die Lunge. Geben wir ihm natürlich, ja. Ist ja nicht so, dass wir, ne? Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Wir haben es ja. So. Das dauert natürlich jetzt. Ich hoffe mal. Ja, genau. Da haben wir wieder das Problem, das große. Damit. Die Energie reicht da oben wieder vorne und hinten. Wir werden echt demnächst uns hier nochmal um eine andere Energie kümmern müssen, wenn es um Wasserräder geht. Weil ich das Gefühl habe, das ist noch nicht das Geile hier. Ich glaube, mit Wasser kommen wir dann. Naja, jetzt hat er wieder. Ja, der hat ganz schön zu knabbern, dass er es hinkriegt. Also die Canola-Seeds sind schon. Also das ist hier hinten doch mit das Effektivste. Bis jetzt. Der bringt auch eine ganze Menge, nur naja. Das müssten wir jetzt auch mal in Angriff nehmen. Müssen wir uns doch eine Farm herstellen. Und dann brauchen wir natürlich auch die Kabels dazu, was natürlich wiederum auch nicht ganz so mal gleich gemacht ist. So, das dauert jetzt, weil ihr seht, Energie ist einfach viel zu wenig. Der bringt einfach viel zu wenig. So, wir gehen kurz pennen, dann gucke ich mal oben auf die, in unsere Falle, ob die voll ist oder leer. Ich weiß gar nicht, ob sich gewehrt hat oder nicht. Und hier könnte man mal wieder einen Holzblock hinstellen, merke ich gerade. Also wenn wir noch ein bisschen zu kriegen, wie zum Latex. So, gucken wir mal. Weil mir war so, dass ich die Falle nicht mehr geleert hatte, genau. Genau, bin ich mir aber gar nicht sicher, deswegen gucken wir mal lieber. Genau, die sind nicht geleert worden. Ich böser Junge. So, und wir bräuchten wieder Bait. Strings hätten wir, glaube ich. Sollten, haben wir ja hier angebaut. Okay. Haben wir Platz, los geht's. Warte, wir gucken, wo haben wir denn hier? Zack, ernten wir mal ein bisschen. Ja, das war wohl ein Fehler. Bin ich jetzt ein bisschen immer bei dir. Ich muss mir angewöhnen, das Zeug nicht in der Hand zu haben, wenn ich ernte. Weil der platziert dann automatisch so einen Faden in der Luft. So, weil wir brauchen für unser, für das Ganze brauchen wir nämlich jetzt Oats. Und da haben wir ja Gott sei Dank erfahren. Ich glaube, da haben sie sogar noch welche in der Kiste. Ich weiß es nicht, aber es ist mir egal.
Wir nehmen es jetzt hier raus. Kein Problem. So, dann machen wir mal fix ein paar neue Baits. Dann kann die Farm nämlich wieder arbeiten, was für uns wieder ein Vorteil bedeutet. Weil ihr habt ja gesehen, da kriegt man nicht nur Leder raus. Und Leder war ja bei uns in letzter Zeit so ein, ja, etwas größeres Problem. Jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, wie war das. So, oder war das so? Ja, cool. Wenn man es gemerkt hätte, ein Bait. Ja, ich glaube, das war das Grain Bait. Ah, okay, das war genau anders. So war's. Kriegen wir ein Stack raus? Komm. Da fehlen wieder Strings. Moment, haben wir nicht noch eine Rasiertasche? Wow, 4. Ja, okay. Gut. Mehr wird nicht. Ist halt schade. Aber so kann der erstmal da oben wieder ein bisschen vor sich hin daten. Also, im Falle mal ein bisschen arbeiten. Wir müssen eventuell wirklich mal das Flachsfeld vergrößern, weil brauchen wir doch ein bisschen mehr. Aber mit 40 kann der erstmal auf jeden Fall ein paar Minuten arbeiten. So, und wir haben wieder Futter gekriegt und natürlich Federn und halt Futter, Federn und Leder. So, gucken wir mal, wie weit ist es denn hier mit der guten Sache gekommen? Eins ist fertig, nach dem Leben. Ja, das könnte mir lustig werden. So, die Flachsseeds. Achso, kann ich gerade gar nicht, oder? Komm ich ran auch hier. Die Flachsseeds kommen hier in den Squeezer, weil. Kriegen wir genug Seed Oil. So, hier kommt jetzt auch schon der Chicken rein. Was können wir noch? Hier diesen Raw Duck. Die Federn kommen aber wieder hier rein. Und ja, ich weiß, wir müssen hier auch wieder aufräumen. Hier habe ich nämlich Zeug drin, das hier nicht rein soll. Aber das machen wir irgendwie mal. Mache ich wahrscheinlich dann mal wirklich nicht in der Folge, sondern einfach so, wenn ich mal Bock habe und Zeit habe, nebenbei. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Bait haben wir. Add extra utilities. So. Wir waren stehen geblieben bei der Transfer-Note für Items. So, Kupfer, Elektron-Tube. Ich weiß gar nicht, haben wir da nicht noch welche? Weil dann wäre ja schon fast das Ding fertig. Oh Mann. Betonung fast. Ich hatte solche Tubes gesehen, ob das Kupfer war. Da, Kupfer, Hardened Clay. Blazing. Golden, Kupfer, Electron Tube, 13 Stück. Okay, das heißt, die haben wir schon mal. So, warte mal, ich gucken, wie brauchen wir davon? Hier brauchen wir eine. Das Ding stellen wir gerade her. Das Ding ist nicht schwer, können wir eigentlich nebenbei laufen lassen. Wie war das bei den Fluids? Also brauchen wir zwei. Ist doch easy. Easy funktioniert das. So. Wir brauchen jetzt hier nochmal ein bisschen Silizium. Oder Silikon. Und da hoffen wir, das Wasser reicht jetzt nicht besser. So. Dann können wir nämlich zweimal die Teile machen und brauchen dann wieder. Ach Gott, wir brauchen nochmal Eisen. Also der Dings des Eisen. wie jetzt? Eisenall? Ich will jetzt erklären, dass Eisenall ist. Hab ich denn das ganze Eisen jetzt verballert, sag mal? Ernsthaft? Ist das mein Ernst gewesen? Habe ich jetzt wirklich das Eisen mehr? Ach, heieieie, jetzt muss ich also doch nochmal da hinten hin. Das Ding wieder abbauen. Das Ding wieder hier herstellen. Nein, nicht das Essen, sondern das da. Und hier mal ein bisschen Eisen crushen. Was ich dann wiederum gleich schmelzen kann. Achso, die zwei hat er jetzt nicht da reingeschmissen. Achso, sobald ich es offen habe, schmeißt er das da nicht rein, oder was? Okay.
Na gut, dann ist es so. Ach, was sagt die Zeit? Gut, ja, mal gucken. Gucken wir mal, ob wir es noch schaffen in der Folge jetzt. Aber sollten wir eigentlich. So. So, jetzt ist natürlich die Sache. Gehe ich jetzt hier weg? Geht der. Ich habe aber auch keinen Lever, ne? Moment. Gucken wir mal, ob wir einen Lever finden. Dann können wir mal ganz kurz da einen Lever dran packen und lassen wir erstmal ausgehen. Dann sind es doch. Ah, ich bin doch. Ich bin doch gut vorbereitet. Da kann doch gar keiner. Ja. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir wieder sehen. Hier wird nicht genug Energie sein, oder? Na, das könnte passen. So, wir packen das da mal rein. Wir brauchen ja jetzt Eisen. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal eins. Das haben wir. Das Board könnte ich jetzt noch fertig machen. Das müsste fertig sein, genau. Ach, hier war noch Eisen. Ich wusste doch, ich hatte doch noch welches. Na, ist nicht so schlimm. Machen müssen wir so oder so. Das heißt, ach so. Hm. Hier muss man schon. Hier brauchen wir noch den so einen Teil. So. Haben wir das nämlich, das Ding schmeißen wir jetzt unter die Presse. Kriegen dann damit dann diese Refined Iron Press Platte oder so raus, wie auch immer man das nennt. So, hier muss man dann immer sehen, der hat auch gerade keine Energie mehr, da muss man dann mal arbeiten dran. So, das heißt, wir schmeißen jetzt die zwei Teile auf das Ding drauf. So, wir müssen jetzt wieder gucken. Ich brauche wieder Redstone braucht ich, Silikon braucht ich, Kupfer braucht ich und Gold, ne? Ich glaube, das waren die wichtigsten Bestandteile. Kupfer, habe ich noch Kupfer fertig? Ich sehe es schon kommen, ich habe nicht mal mehr Kupfer fertig. Also Leute, irgendwie schleift es bei mir heute. Wo ist das ganze Kupfer denn? Okay, kein Kupfer mehr. Gut. Dann müssen wir hier mal gerade die 15 hier mal mit schmelzen. Zack. Ja gut, wenn der noch die hätte, hat er wieder nicht. Unser Problem, zack. So. Ja, dann können wir nämlich das schon mal verdienen. Zack. Silikon und Gold. Jetzt fehlt nur noch Kupfer. Weil dann haben wir nämlich alles fertig, was wir brauchen. So. Um dann die zwei Transfernals herzustellen. Wo packe ich das wieder hin? Alle bei Not. So. So, das. 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 Warum der dann das Zettelsquarz nachschiebt, ich habe da keine Ahnung von. Ich kann es nicht verstehen, aber egal. So. Haben wir das? Haben wir jetzt alles? Gucken wir mal. Transfernode Items. Ein aus der Theorie haben wir alle. So, die Dinger hier hin. 1, 2, 3, 4. Erstmal dahin. Obwohl, eigentlich könnten wir die gleich. Zack, 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 zack. Aber was mich irgendwie wundert, warum ist bei. Ach, bei Fluid sind dann Buckets drin. Aber ich wollte schon sagen. Ist doch irgendwie komisch. Achso. Ach, die stackt ja wohl nicht, oder? So. Was war jetzt unten drin? Ich hab's schon wieder vergessen. Achso, Electron Tubes. Brauchen wir eh zweimal und jetzt brauchen wir hier zweimal Eisen. So, haben wir die Transfernet für Items. So, jetzt müssen wir mal ganz fix. Das ist aber kein Ding. Können wir hier. Da haben wir noch das Boots drin. Craften uns. Nein, ach ja. Hm. Muss ich mir schon wieder auf die Finger hauen, weil. Hm. Geht ja hier nicht mehr. So, muss ich ja hier machen. So, mal schnell noch einen Eimer. Da muss ich mir eben da nochmal einen Eimer kaufen, weil der ja dann natürlich weggeht. So, aber da haben wir es geschafft, Leute. Da haben wir dann einmal Transfer und Item und Fluid und können dann mit den 32 Pipes können wir dann da hinten mal die, den Crusher ein wenig automatisieren. Vollkommen geht es natürlich nicht, ist klar. Aber ist nicht ganz so schlimm. So, ich glaube, jetzt müsst ihr den Dings haben. Genau. Und da ist er schon.
Transfer-Node-Item und Transfer-Node-Fluid. Kriegen 32 Transfer-Types, claimen das Ganze. Ja, und ich würde sagen, was haben wir denn als nächstes? Item-Translocator. Gut, keine Ahnung, damit habe ich noch auch nicht gearbeitet. Ja, aber ich würde sagen, damit ist erstmal für heute ja, die Folge schon wieder am Ende. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen, Einschalten und dabei sein. Würde mich natürlich wirklich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder so zahlreich dabei seid. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, bis demnächst. Ciao.